Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Heute gibt es bei uns eine teuer versus günstig Ice Blind Challenge. Nina und ich freuen uns schon, es ist total warm und wir können uns jetzt endlich mal ein bisschen abkühlen mit Eis. Ich bin mal gespannt, was uns erwartet. Es gibt eine günstige Alternative und eine Markenalternative und die müssen wir am Geschmack mit verbundenen Augen erkennen. Genau, so, ja. Wir müssen erstmal erkennen, ungefähr was für ein Eis das ist. Ja, das ist das Schokoladeneis von der und der Marke und dann sagen, oder es ist doch nicht von der Marke, sondern es ist die günstige Alternative. Okay, mal sehen. Das wird bestimmt schwierig. Ich glaube auch nicht, dass es einfach ist. Wir haben natürlich wieder die Chefkellnerin mit dabei. Unsere Assistentin. Genau. Und wir warten jetzt wieder auf unsere Glocken. Unsere Servierglocken. Genau. Augen zu. Ich sehe auf jeden Fall nichts hier. Und bitte, Kellnerin, nicht über meine Beine fliegen. Ich mache mich hier sehr lang. Sonst landet das Eis noch bei uns im Gesicht. Oh, das wäre auch schön abkühlend jetzt. Bisschen Eis im Gesicht. Ist eigentlich lieber so Fruchteis, also Wassereis oder eher so Sahneeis mit Schokolade und Milch und so? Also ich mag halt alles gerne. Ich mag total gerne Wassereis, aber ja, auch schokoladiges Eis mag ich gerne. Bei mir ist es voll jahreszeitabhängig. Ja. Im Sommer, also wenn es richtig heiß ist, esse ich lieber Wassereis und im Winter kann man ruhig so Schokoladen, Walnusseis, Karamelleis, also irgendwie sowas so milchiges. Wintereis. Wintereis ist das für mich. Oh, ich glaube, ich höre was. Es kommt was. Kommt da was? Da kommt was. So, dann 1, 2, 3. Doch, da ist was. Okay, auf dann 3. Ja. 1, 2, 3. Und, ich fühle. Es ist auch komisch, ein Eis. Nee, warte mal, wo ist denn der Stiel? Ist das übrigens alles Eis am Stiel, oder? Nein. Lass mich mal überraschen. Also, ich weiß es ja auch nicht so genau. Also, ich weiß, glaube ich, schon. Also, wollen wir es sagen? Kann sagen, was es ist. Es ist so ein, ich sag mal, Magnum Mini Zartbitter-Verschnitt. Ich glaube, es ist so ein Magnum Classic, aber ich habe die Billig-Variante, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das das echte ist. Schmeckt so ein bisschen, in die Schokolade schmeckt so ein bisschen anders. Boah, ich kann, also Magnum ist zum Beispiel ein Eis, was ich nicht esse eigentlich. Ich glaube, Vollmilchschokolade. Okay. Echt? Wollen wir gucken? Wir gucken. Also ich leg mich jetzt fest, ich sage, ich habe das Originale. Mini auf jeden Fall, Magnum und ich sage, es ist Zartbitterschokolade eher. Ja, wir gucken mal. Jetzt. Ich habe schon geguckt. Also ich habe auf jeden Fall die günstige Variante. Hier steht Mini Schock. Ja. Aber du hattest recht mit Zartbitter. Zartbitter, ne? Das schmeckt so ein bisschen. Ja, nicht ich glaube, so süß. Für jeden so einen halben Punkt, ne? Wieso? Ich habe einen richtigen Punkt. Ich habe gesagt, Original, Magnum, Mini. Ich habe gesagt, es ist. Zartbitter. Ja. Ich habe einen ganzen Punkt. Na gut, dann habe ich aber einen halben. Oder? Na gut. Du hast die falsche Schokolade genannt. Aber darum ging es ja auch nicht. Man sollte ja auch die Sorte erraten. Ja. So, nächstes Eis. Also die Marke, die Sorte auch, oder nicht? Ja, genau. Eigentlich, du hast alles richtig gemacht, Nina. Gut, du bist danke. Die Eisexpertin. Danke. Auch die Eiskönigin bist du. Let it go. Die war ich ja schon mal. Isst du gerne Zartbitterschokolade? Ja, sehr gerne. Oh, nee. Das ist eine Schokolade, die mag ich nicht. Ich liebe Zartbitterschokolade, das ist meine Lieblingsschokolade. Nee. Das haben Karin und ich übrigens gemeinsam. Wir mögen beide keine Zartbitterschokolade. Ekelhaft. Na gut, deswegen hast du das so gut erraten. Die haben bestimmt schokoladenverschmierte Münder. Oh, so kleine Kinder. Wo eigentlich weniger Eis im Mund gelandet ist, als im Auge. Oder auf dem Oberteil so alles überall. Verschmiert. Oh, da kommt wieder was. Okay, wollen wir wieder bei 3? Moment, ich hab noch keins. Hier, ja. 1, 2, 3. Es ist wieder irgendwie so. Ich suche immer als erstes den Stiel. Ich will da nicht direkt reinpacken. Von der Stielform würde ich sagen, es ist das gleiche Eis. Ist so klein, ich finde es gar nicht. Ist halt auch von der Außenform. Ah, doch, anderer Geschmack. Oh. Viel Schokolade. Das ist, glaube ich, weiße Schokolade. Ja. Schmeckt halt viel, viel süßer als vorhin. Ja. Ich habe schon fast gedacht, es ist Erdbeer, weißt du. Aber von innen drin schmeckt es, glaube ich, gleich. Vanilleeis. Mega schwierig. Ich weiß es nicht. Ich hätte gesagt,
Also ich sag, das ist Magnum Mini, weiße Schokolade, das Originale, also das richtige Magnum. Und ich glaube, das gleiche. Echt? Mhm. Wollen wir gucken? Ja. Ja, ich habe das Original. Oh nein! Yeah! Also da wäre mir der Unterschied gar nicht aufgefallen. Mhm. Schmeckt immer sehr lecker. Schmeckt gut. Schokolade. Brauche ich dich ja nicht fragen. Ich nehme an, das schmeckt dir besser als das mit Zartbitter. Auf jeden Fall. Also weiße Schokolade wäre mein Eis der Wahl. Hier müssen wir schon viel Eis essen heute. Wie viel Eis kommen denn schmeckt eigentlich noch? Mal. Insgesamt 5. Aber jetzt habe ich so ein halbes Eis da. Oder ich habe keine Rand. Okay, dann machen wir uns bereit für die nächste Runde. Oh, so eine Eis-Challenge ist schon echt toll, oder? Ja, leider kann man das ganze Eis nicht aufessen. Ja. Aber wir werden das schon gleich wieder einfrieren. Und dann kann man sich immer ein angebissenes aus dem Gefrierfach holen. Krieg Kahn, dann freut er sich. Oh, da kommt was. Du bekommst was. Immer als erstes auf jeden Fall. Ich muss immer noch. Steht 1-1, ne? Ja. Okay, 3, 2, 1, go. Was ist das denn? Ah. Ja, wo ist der Stiel? Ich hab schon reingefasst. Hä? Gibt anscheinend keinen Stiel. Ach so. Ich hab schon überall. Hä? Ach, das ist so ein Dingseis. So, was ist das? Ein Sandwich, ne? Ja. Ich glaube. Oreo. Hätte ich auch gesagt jetzt. Ich kann nicht sagen, ob original oder nicht. Ich weiß es auch nicht, aber es schmeckt sehr lecker. Mega lecker. Ich weiß es nicht. Also, ich sag, ich habe das nicht original. Also vielleicht ist es auch original, aber... Es ist so ein Sandwich-Eis. Keks von beiden Seiten, ne? Mhm. Dazwischen eine Creme. Ich weiß das echt nicht. Aber ich glaube, also es schmeckt super gut. Aber ich glaube, es ist nicht original, dieser Oreo-Geschmack. Ich glaube, es ist kein Oreo-Eis. Meinst du? Vielleicht ist es auch irgendwie so ein Sandwich-Keks. Das gibt es auch Cookie von, oder so, ne? Von was anderem. Ich glaube, dass das Ben & Jerry's Eis ist. Nee, meinst du, es ist kein Ben & Jerry's? Ich sag, ich habe Oreo nicht original Eis-Sandwich. Oreo nicht original Eis-Sandwich. Ich habe mich aufgerissen. Mal gucken. Ich sag, es ist auch nicht. Ich sag, es ist Oreo, aber es ist auch nicht das Originale. Okay. 1, 2, 3. Oh, ich habe das Originale. Bei mir ist ein. Und das ist nicht das Originale, ja. Ne? Deswegen habe ich gedacht, das ist Ben & Jerry's Eis, weil es einfach überhaupt nicht nach Oreos geschmeckt hat. Stimmt. Ja, okay. Meins hat auch nicht so stark nach Oreo geschmeckt, weil das weich außen ist. Das war nicht so keksig, sondern so ein bisschen anders. Deswegen dachte ich, das wäre eine Nachmache. Aber das schmeckt mega lecker. Wie Kuchen mit Eis. Ja, das ist auch eher wie Kuchen, was die Ausnahme ist. Ein Punkt für mich. Das heißt... Oh, ich kann schon nicht mehr, ey. Das ist ja wie schlimmer als auf dem Kindergeburtstag hier. Nächste Runde, nächster Gang. So viel Essen, bis mein Platz. Wir hatten bislang nur Schokoeis mit Vanille. Ich finde, es sollte mal Wassereis kommen. Hast du die Glocke? Ja. 3, 2, 1. Was ist das denn? Hä? Warte mal. Das ist so eine Schachtel. Ach so, ich dachte gerade, wo ist der Stiel? Das ist so Eis. Ach, so ein Eiskonfekt oder so. Eiskonfekt? Eiskonfekt heißt das doch, oder? Ich hätte Konfetti gesagt. Eiskonfetti. Eiskonfekt. Wieder Schokovanille, glaube ich. Mm. Die sind schon. Ah, aber schmeckt so weihnachtlich, meinst du? Wenn es hat so eine leichte Lebkuchen. Ich finde die auch sehr lecker, muss ich sagen. Aber ich kenne die Sorte nicht. Doch, gibt es doch diese, die man auch im Kino kaufen kann. So ein Päckchen, da sind so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sind noch drin, 1 habe ich schon gegessen. Ich habe schon 3 gleich. Oh, echt? Muss ich mich auch mal ranhalten. Obendrauf sind so Linien. Ich weiß nicht, ich habe das noch nicht so häufig gegessen. Das kann ich nicht sagen, ob man das vielleicht daran... Bei mir sind auch Linien drauf. Ah, okay. Ich werde das Eis jetzt auch nicht so befühlen. Das schmilzt auch voll schnell an den Fingern gerade weg. Ich weiß nicht, ob das Original ist oder nicht. Mich erinnert das sehr an dieses, kennst du das, dieses Vienetta oder wie das heißt, was du so in Scheiben schneiden kannst? So schmeckt das. Ich sag, meins ist nicht original. Ich sag, meins ist original, weil das wie dieses Vienetta oder wie das heißt, Vienetta schmeckt. Okay, mal gucken. Ja. 1, 2, 3. Ah, okay. Das wissen wir jetzt nicht, ob das original ist. Können wir die Packung sehen? Aha, okay.
Ich habe Konfekt von gut und günstig. Also hatte ich recht. Ich habe auch recht. Du hast original gesagt, ne? Ja. Ja. Das ist das 10 for 2. Das ist wirklich sowas, was man im Kino kaufen kann. Hier sind auch da sind auch so Kino-Vorhänge drauf bei dir. Ja, hier, da sitzen welche. Ja, stimmt. Sehr lecker, das Eis. Ja, haben wir dann beide einen Punkt gemacht, oder? Ja. Ja. Beide richtig. Ich wollte gerade das auf meine Augen machen. Dankeschön. Und das heißt, jetzt kommt der Nachtisch endlich, ne? Nachtisch? Ich höre es schon wieder. Das Eis kommt. Das Eis kommt. Das Eis Die Eisfrau kommt. Der Eismann. Warum kriegt Kathi eigentlich immer als erstes? Weil ich mich am brauchsten bin. Ah, okay, wollen danke. Wir? Ja. So? 3, 2, 1. Das ist. Ja. Wo ist denn der Stiel? Ich auch. Hier ist einer. Okay, also es ist auf jeden Fall ein Eis am Stiel. Ne? Ich habe voll geschmolzen. Und das ist eins meiner absoluten Lieblingseissorten. Es ist gerade abgebrochen und ich hatte das im Mund komplett. Ich habe es jetzt einfach auf den Teller hier fallen lassen. Oh, meine Zähne. Die melden sich jetzt schon. Zu viel Eis. Mm. Also ich finde es sehr lecker. Mm. Und ich weiß auch schon, was es ist. Ich weiß auch, was es ist. Weil das eins meiner Lieblingseissorten ist. Mm. Gibt nichts Besseres im Sommer. Mm. Ich sage, ich habe nicht original und es ist dieses Capri-Eis. Capri-Eis, orange Wassereis. Ich habe das originale Capri-Eis. Ich habe, glaube ich, nicht original, aber auch super lecker. Wollen wir auflösen? Mhm. Das war's. Boah, ja, ich habe auch hier. Bei mir heißt es Kariba, also nicht original. Bei mir steht nicht Capri drauf, aber ich erkenne es am Geschmack. Das ist auch die Form. Und genau, unsere Assistentin hält auch die Verpackung in die Luft. Das ist das Originale gewesen. Das heißt, es ist 4-3 für mich. Mhm. Du hast knapp gewonnen. Oh. Also Nina ist die Eiskönigin, wie wir eben schon gesagt haben. Das hat sich bestätigt. Sie hat es sich verdient und ich kann das nicht essen. Hat Spaß gemacht. Ja. Wir hoffen, dass es euch auch gefallen hat. Wenn ja, lasst mal einen Daumen nach oben da. Und vielleicht möchtet ihr auch in die Kommentare schreiben, was so eure Lieblingseissorte ist. Manchmal gibt es ja auch die günstige Variante, die eben fast genauso schmeckt wie die echte Variante. Es war keine einfache Challenge. Es war auf jeden Fall ziemlich ähnlich heute und alles super, super lecker. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.